Hallo und herzlich willkommen zu Warcraft 3 Kampagne. Der Prolog, Part Nummer 4 sind wir insgesamt. Und ja, Mission Nummer 5, Kapitel 5. Man sieht es, Countdown zur Auslöschung. Das Licht der Sonne begrüßt Thrall und seine Gefährten, als sie aus dem Untergrund entkommen und wieder an die Oberfläche vordringen. Ja, denn wir müssen jetzt hier weg. Die Insel, auf der wir sind, ist eine Vulkaninsel. Und ja, da heißt, lieber sind wir schnell weg. Und dann geht nicht ganz so viel schief. Und mal sehen, was wir da jetzt noch für eine Mission kriegen. Landbewohner, ihr habt meine Untertanen getötet und mein Heiligtum entweiht. Nun werdet ihr im Zorn der Fluten ertrinken. Ihr kriegt heute keine weiteren Opfer, Hexe. Kehrt zurück in eure Tiefen. Nun gut, ihr habt eure Wahl getroffen. Genießt eure letzten Atemzüge. Endlich! Wir haben die Landestelle erreicht. Kriegshäuptling! Als ihr weg wart, ist der Vulkan hier ausgebrochen. Die ganze Insel versinkt im Meer. Ach, wie lange dauert es, bis die Schiffe repariert sind? Die Reparaturen sind fast abgeschlossen, Kriegshäuptling. Dann schließt sie schnell ab. Wir bekommen jeden Moment Gesellschaft. Verteidigt die Schiffe um jeden Preis. So, das heißt wohl, wir haben eine Defensivgeschichte hier am Laufen. Ja, verbleibende Zeit 20 Minuten, also. Das Dingo. Dann gehen wir gleich mal auf ein paar Upgrades. Zeit. Hey, wo sind denn alle hin? Sind sie mit euch gekommen? Kannst du das? Meister? Nur Einheiten mit Inventar können Gegenstände, was? Ich kann das Holzbündel nur mit 2 aufnehmen, sehe ich das richtig? Ja, Tatsache, aber 250 Holz, das ist schon mal super. Wir können denen ihr Netz erforschen. Wir können hier Festung ausbauen. Und wir können unterwegs uns noch... Läuft der Brunnen noch? Der Brunnen läuft noch, der Brunnen der Gesundheit. Ja, wir können jetzt Medizinmänner ausbilden. Und wir sollen die Trolle retten. Zumindest das, was von denen noch übrig ist. Hätt ihr einen Weg runter von der Insel? Denn von den Trollen kommen nämlich auch die Medizinmänner. Und danach kriegen wir jetzt die nächsten 20 Minuten wahrscheinlich sehr viel. Hat noch mehr von den Dingern. Die Insel versinkt im Meer. Wir kommen mit euch, Mann. Und hier noch schon ist ein Mana-Stein. Natürlich. Forschung abgeschlossen. Ich schnappe jetzt mal den. Weil, ja, der haut einiges an Mana wieder raus. Und erhöht eben meine Mana-Regeneration. Das heißt, er ist zum Beitragen eigentlich ein echt sinnvoller Gegenstand. So, ich weiß leider nicht, von wo die Viecher überall herkommen. Da sind ein paar Murlocs unterwegs. Da haben wir noch ein paar weitere Einheiten. Wie gesagt, dass ich meine ganzen Upgrades hier mal so durchkriege. Das Upgrade ist schon fleißig. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz und wir brauchen auch einen weiteren Bau oder zwei. Jetzt wird das nichts. Das kann ich. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen echt mehr Holz. Die Jungs sind schon fleißig am Arbeiten. Bei euch kann ich fast da hochschicken. Das heißt, glaube ich, ein bisschen effektiver. Arbeit. So, dann haben wir nämlich die Jungs auch noch gleich mit dabei. Das heißt. Wir haben nicht viel Zeit. Forschung abgeschlossen. Das trollt euch. Optionale Quest. Forschung abgeschlossen. Die Medizinmänner können nämlich Wächterschutz, Stasisfalle und Heilschutz. Genau, die könnt ihr nämlich auch aufstellen. Wie kann ich dienlich sein? Und ihr seid Gruppe 2 in dem Fall. Festung ist unterwegs. Wir brauchen mehr Holz. Da kommen die nächsten Murlys. Wir lassen unsere Ranged-Kämpfer mal einfach da. Die Minute ist, wie gesagt, die Mission ist halt auswarten. Arbeit abgeschlossen. Da kann ich mir noch ein paar Items holen, aber ich brauche momentan nichts. Ich bin itemtechnisch relativ gut ausgestattet. Mal gucken, ob sie vielleicht noch... Itemtechnisch ein paar mehr spannende Sachen gibt. Von der anderen Seite in Attack. Wir schicken die Gruppe zweimal dahin. Ausbau abgeschlossen. Und der Bau ist durch. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal ein paar Holzarbeiter. Okay, die Jungs sind nicht schnell genug. Und wir pushen einfach mal so fröhlich durch. Weil hier gibt's. Genau. Oh, das. Nicht sicher, ob das hier ein Feind ist, den wir einfach so gewinnen kann.
Der Tower macht auf jeden Fall nicht so viel Damage, wie ich anfangs befürchtet habe. Wir gehen mal lieber einfach noch mit rein. Und dann sind wir dann auch schon drin. So, hier kriegt weitere Upgrades. Wir brauchen mehr Holz. Und die Truppe. Der geht's erstaunlich gut. Ich kann gleich wieder neue Böse beschwören. Ich glaube, aus den Hütten spawnen eh immer die ganze Zeit sicher. Das heißt, wir reißen das einfach ab. So, und hier wir gucken einfach, dass die Upgrades weiterlaufen. Lunnen kann man danach noch erforschen. Und wir könnten hier theoretisch noch ein paar. Also, wir geben mal den Einheiten noch ihre weiteren Upgrades. Ich gar keine. Doch da. Wir brauchen mehr noch mehr Boy. Eure Hexe kann euch jetzt nicht mehr helfen. Ja! Ja, solange die einfach nur meine Wölfe angreifen, ist alles Gucci. Ist alles super. Und die Wölfe, ja, die greifen, wie dieses Viech halt auch nur die Wölfe angreift. Das ist super. Und hier kommt ein Belagerungsgolem. Was etwas mehr ist, als ich erwartet habe. Und immer das Ding reparieren. Das wird nicht ganz halten. Oh, doch, nochmal der Attack hat es ausgehalten. Okay, das Ding greift aber lieber Gebäude an, aus irgendwelchen Gründen, die kein Mensch versteht. Das kann ich. Brauchen wir einen neuen Wachturm hier. Und hier eins der Murloc-Lager bereits überrannt. Hier wir brauchen mehr Holz. Ich kann das nächste Upgrade oder eins der nächsten Upgrades. Achso, ich habe immer noch nicht genügend. Ausbildung abgeschlossen. Genügend. Arbeit Bau abgeschlossen. Meine ganzen Pions zu bauen. Aber so langsam kommen wir dahin. Die ganze Murloc-Hütten hier sind abgerissen. Wunderbar. So räumen wir halt auch auf. Ich weiß nicht, ob dann weniger von denen kommt. Oder ob das einen Wert hat. Keine Ahnung, das merken wir dann. Ich glaube, dass ich mir hier den Weg aufschlage, mache ich mir ein bisschen mehr angreifbar, aber da schicken wir dann Krall und seine Leute hin. So alles halb so wild. Die Ausbildung für die Medizinmänner und Arbeit abgeschlossen. Noch kein Holz genügend für Forschung abgeschlossen. Die nächste Runde da. Die sind weiter am Arbeiten. Wir haben noch 14 Minuten. Und ich kann auf volle Upgrades bereits gehen. Das ist natürlich sexy. Das hat alles relativ viel Holz und Holz habe ich gerade nicht so viel. Hier kann man drüber laufen. Hier noch irgendwas Interessantes? Der kann wieder Holz sammeln. Arbeit abgeschlossen. Da nochmal Wölfe mit dazu. Da blitzen wir mal kurz rein, weil die Murlocs sind dagegen sowieso etwas anfällig. Oh, jetzt ist ein bisschen mehr weh. Oh, das ist natürlich super. So, wir brauchen hier noch ein bisschen den Heal. Eure Bemühungen sind umsonst, Landbewohner. Kann ich bitte nochmal einen Blitz reinjagen? Nichts als die Dunkelheit der Tiefen. Hier wird es ein bisschen unangenehm mit der Truppe. Vor allem diese riesigen Wächter sind halt nervtötend. Aber die tanken wirklich viel, muss man hier wirklich sagen. Und vor allem der Golem nimmt halt keinen Blitzdamage an. Wir ziehen euch mal einfach nochmal einen Schritt zurück, weil das spawnt gerade ständig ein neuer Kram. Wir werden angegriffen. Warten wir dir. Unsere Stadt wird angegriffen. Ach, da ist noch die Naga. Die hat meine Wachtürme kaputt gemacht. Das geht ja gar nicht. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Und die kann ein Wasserelementar schaffen. Okay. Unsere Stadt wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Okay, soviel zu Naga. Alles klar. Können die Medizinmänner hier inzwischen heilen? Meine Hilfe? Ja, sie können. Das Dingo! Da muss ich keine Items dafür verwenden. Wonach steht euch der Sinn? So, wo ist der Dude? Na, du solltest das Ding bauen, dass wir da drei Tower haben.
brauche noch auf jeden Fall ein bisschen mehr Feuerpower und ich brauche immer noch mehr Holz. Gib mir nochmal 2 ins Holz. Oder baue nochmal 2 ins Holz. Also wenn ich die ganze Armee mit dabei habe, müsste ich da doch eigentlich doch. Und von jetzt, wo der Golem down ist. Die Türme sollten fertig werden. Forschung abgeschlossen. Man könnte einfach in der Base warten und die Minuten abwarten. Arbeit abgeschlossen. Aber da habe ich keine Lust drauf. Arbeit, Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Will die Lager ausradieren, wobei es glaube ich lieber sinnvoll ist, wenn ich unten noch Holz sammle. Das brauche ich mal kurz. Wir werden angegriffen. In die Ecke. Na, musst du ja noch raus. Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen. Nein, er ist nicht ganz gut. Kurz die ganzen Geschütze hier kaputt machen, weil die nerven gerade megamäßig. Wenn wir schon gerade dran sind, die Murloc-Spawn-Hütte bitte auch zu stören. Weil der Golem macht gar nicht so viel Damage, der ist jetzt nicht so wild. Oh, langsam. Muss ich aufpassen, dass ich nicht die Jungs probiere. Wir brauchen noch mehr Zeit für die Reparaturen, Kriegshäuptling. Wunderbar. Arbeit, Arbeit. Aktualisiert, okay. Alles klar. Wir brauchen mehr Holz. Und dafür, dass ich immer noch mit sehr niedrigen Einheiten Anzahlen hier unterwegs bin. Wir werden angegriffen! Und ein paar mehr. Diese dämlichen Golems sind wirklich ein Problem. Ihr sollt euch noch zu weit von der Masse entfernen. Dankeschön. Die Naga kommt wahrscheinlich auch wieder. Die wird wahrscheinlich wieder belebt. Jetzt haben wir ein paar Wölfe mit dazu. Wir werden angegriffen! I know! Wir werden angegriffen. Stimmt doch gar nicht. Ich greife die Jungs an. Als jede Murloc-Hütte, die dich kaputt macht, spawnt weniger Murlocs. Rache für Sultrin. Wir haben auch nochmal einen Dude gebaut. Sich mit den Jungs zusammenschließen. Rache für Sultrin. Gleich ist für den. Und ich mir jetzt hier wieder eine volle Kommandogruppe. Und dann kann ich mir noch die weiteren Upgrades schnappen. Sollte ich gerade den Fernkampfschaden erforschen eigentlich, aber das, ich drücke einfach gerade den Tod, ist mir jetzt nicht so wichtig. Nächstes Lager auf jeden Fall ausradiert. Haben wir noch einen Medizinmann da, der setzt mal kurz den Heal. Dass die Jungs alle wieder fett sind. Wird fleißig reingeholzt. Und wir können auch auf Posten gehen. Für mich jetzt nicht so schlimm. Forschung abgeschlossen. Dann mal noch weiter in den Norden. Also sieht man ja gar nichts von der Map, wenn man nur defensiv steht, das ist ja langweilig. Aber das sind die Wege überschwemmt. Da kommen wir gar nicht weiter. Das nächste Weg wäre etwa hier. Und an der rechten Seite haben wir noch unsere 3 Tower, die relativ viel aushalten sollten. Rache für Sultrin. Ich probiere einfach fröhlich fleißig die Speerkämpfer. Hauptsache Range Damage. Ist nicht die beste Combo, aber für die Murlocs reicht schon. Dadurch, dass meine Upgrades jetzt auch relativ stark sind auf den einzelnen ich Units. Ich höre den Ruf. Wie kann ich dienlich sein? Sind die einen sind Meister, die haben wie dann auch ihre Upgrades. Ich glaube, sonst liegt doch die Schamanen. Wir brauchen mehr Holz. Schamanen könnte wir man noch upgraden. Mehr Holz. Oh, da gibt es noch eine Echse. Eure Zeit ist gekommen. Ein paar Echsen jagen. Wenn wir schon gerade hier sind. Oben ist ein weiteres Murloc-Nest auf jeden Fall. 7 Minuten noch, also. Und dadurch, dass ich halt rauspushe, kommen auch keine Waves bei mir an. Ein Level 9 Worm ist ein bisschen eine größere Herausforderung. Ich höre
weicht mal ein bisschen der ganzen Geschichte aus. Der macht natürlich so Blitz-Damage. Und ja, davon kann ich mal wenig. Handschuhe der Hast. Ich habe wieder einen Slot frei gerade tatsächlich. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist super. Medizinmann. Hier, Dankeschön. Rache für Sul'jin. Ja, das ist ein bisschen mehr wehgetan, aber hier komme ich immer noch nicht, dass die Rest. Das restliche Murloc-Lager ist alles tatsächlich auf der rechten Seite. Auf der linken Seite. Und dann hier hoch und dann rüber. Weil hier gibt es keinen normalen Laufweg, die sind alle geschwemmt. Aber bloß nur 6 Minuten. Und wieder welche verloren, glaube ich auch. Forschung abgeschlossen. Dieses Land wird bald von den Fluten verschlungen. Da kommt die Naga wieder. Oh, die hat auch Erdbeben als Fähigkeit. Das ist cool. Und die stehen hier gerade schön beim Brunnen. Das ist natürlich gemein. Das ist unfair. Dass die das auch darf. Und dann auch gefühlt wird. Entsprechend zäh ist es, da durchzukommen. Aber wenn hier Thrall mit eintrifft mit der restlichen Truppe, sollte das kein großes Problem sein. Die haben dann endlich auch mal ein bisschen mehr Damage mit ihrer Stichwaffe. Der Tower wird zwar nochmal niederbrennen, aber da wir jetzt in die Richtung rauspushen, sollte da nicht viel passieren. So, dann noch die Stufe 3. Da geht es hier ein weiteres Mal down. Verlieren wir den? Den verlieren wir. Ich habe direkt einen Reinforcement. Ne, ich dachte, die hätten einen Reinforcement-Typ bereits gebaut. Halb zur Welt. Wir marschieren weiter. Haben noch 5 Minuten. Alles halb so wild. Hier wird der Wald schön ausgehöhlt. Die ganze Ecke und hier bin ich. Es dauert nicht mehr lange, Kriegshäuptling. Die Schiffe sind fast bereit. Forschungstechnisch bin ich fast durch. Ich weiß gar nicht, ob aus diesen Trollgebäuden auch noch Items rauskommen würden. Oben gibt es noch einen Wolf, den man angehen kann. Oh, der hat. Ah, nein, falsch einer angeklickt. Talisman des Entrinnens, okay. Bist du schönes? 15% Dodge Chance. Wäre wesentlich mehr wert als die Handschuhe. Das, wir lassen jetzt die Handschuhe mal da. Bin mir nicht sicher, was wirklich gute Items sind, das nicht. Daher gehe ich gerade einfach nach dem eingenommenen Geld. Je nachdem, wie viel wert der Gegenstand ist, wird er behalten oder nicht. Forschung abgeschlossen. Durch den Mana-Stand habe ich natürlich auch so gute Mana-Reck, dass man das gerade auch sieht. Ich habe relativ wenig Mana-Probleme. Was hast du noch Schönes? Oh, ein plus 4 Ring des Schutzes. Ich glaube, das könnte fast besser sein als das. Wenn die Einheit mich da mal durchlassen. Da kommen nicht gerade ein paar Murlocs vorbei. Ja, Rüstung plus 4. Wir werden angegriffen! Lauf! Ah, wurde. Er wurde leider gecatcht. Der lebt sogar noch. Ich jetzt nicht erwartet, dass er das überlebt. Die restliche Truppe mal angreifen kann, freundlicherweise. Gleich euch selber runden. Dankeschön. Haben wahrscheinlich noch einen Attack oder so. Wir müssen, ich weiß gar nicht, über welchen Weg sind die Murlocs gegangen hier. Ah, hier kommt man weiter. Hier geht der Weg weiter. Es ist noch ein bisschen sandiger. Ist da oben noch irgendwas? Ach, hier war die Cutscene. Hier sind wir über Thrall rausgekommen. Hier war die Cutscene, wo die Naga rumstand. Das war an der Stelle. So, du kannst einfach nochmal einen Safety Tower bauen. Geld haben wir wahrlich genug. Eure Zeit ist gekommen. Eine Heilungsrolle. Ich habe noch 2 Minuten. Zünden wir gleich noch. Schnapp uns dann den Ring wieder. Und marschieren einfach mit der Truppe weiter. Ja. Und so. Ja. Endlich rückt das Ende näher. Euer Tod ist erst der Anfang. Bald werden alle Landbewohner in einem feuchten Grab liegen. Wir spammen einfach alles, was Thrall so zur Verfügung hat, da rein. Gucken, ob wir das überleben. Selbst wenn wir es nicht überleben, müssen nur 2 Minuten. Und
Und lassen in 2 Minuten alle unsere Gebäude und unsere gesamte Armee von den Herzen besonders schlecht. Noch haben wir keine einzige Einheit verloren. Also bisher läuft das eigentlich noch recht ordentlich. Jetzt verlieren wir mal die ersten Einheiten, aber wie gesagt, so wichtig sind die jetzt auch nicht. Die sind ziemlich schnell ersetzt. Arbeit abgeschlossen. Die Dame hat sehr viel Mana auf jeden Fall. Worden nicht reingeblitzt. Müssen wir hochschicken. Das ist ein neues Wasserelementar. Das Wasserelementar ist natürlich jetzt relativ nervig, weil es ziemlich viel tankt. Oh, da ist halt noch verhext. Und Grunze ist als Robbe unterwegs. Süß. Ah, ich glaube, den Fight gewinnen wir so nicht. Ja, da kommen halt auch immer mehr Murlocs nach, aber ich krieg die Hexe halt auch nicht ganz tot. Muss mal einen Magier down. Die Hexe wäre wichtig, die zu erwischen. Drei selber tankt, ist sehr viel weg, wie man da gerade so sieht. Und der sucht auch gerade die Hexe, obwohl da so viel, unterwegs ist. Zum Greifen nah. Ja, ja, 40 Sekunden. Ja, die Hexe hat er gerade gesolot, sehr schön. Das heißt, wir blitzen aber noch kurz mit rein. Da kommt Unterstützung. Das Wasserelemental lebt noch. Jetzt noch 20 Sekunden. Muss ich Thrall zu Hause haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Mission gewinnt einfach so. Daher sollte da nicht viel anbrennen. Wir müssen hier einfach nur noch auswarten. Thrall macht relativ guten Damage. Was der da unten macht, der Murloc, weiß ich nicht. Oh, ich habe gerade gesehen, nicht umgeschaltet. So, ihr habt aber nicht viel verpasst, die letzten 2 Sekunden. Und die Stellung halten, abgeschlossen. Sogar die ganzen Vollgebäude leben noch, alles steht noch. Segelt nur weiter, Landbewohner! Flieht! Die dunkle Flut wird euch alle verschlingen. Wenn sie einmal begonnen hat, kann ihr niemand entrinnen. Ich weiß nicht genau, was die Hexe meint, aber unsere Bestimmung liegt anderswo. Jetzt setzen wir erst einmal die Segel in Richtung Kalimdor. Dort wird sich unsere Zukunft offenbaren. Also, ich weiß gar nicht, das ist jetzt doch. Ja, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, wenn man alle Murloc-Gebäude zerstört, dass die Mission früher aufhört. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich bin in den Speedruns jetzt nicht so bewandert. Aber ja, das war die Mission Nummer 5. Das war Part Nummer 4. Super, dass es nicht ganz zusammenpasst. Ja, aber der erste Part war einfach sonst mit einer Mission ein bisschen wenig. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.